Ja, hallo Outdoor-Freunde. Jetzt am 17.07.2015 in der Stadt Wehlen in Sachsen angekommen. Den Ausgangspunkt einer kleinen Tour, die bis, wenn alles klappt, bis 3. August dauern soll. Nicht nur wenn alles klappt, sondern bis 3. August dauern soll. Ja, heute gleich so den heißesten Tag hier mit erwischt wahrscheinlich. So in etwa 32 Grad, das um 13:05 Uhr. So. Und genau in dieser Feld, in so eine Steinformation soll es dann auch gehen. So, ich werde eine kleine Tour machen. Und wie schon angekündigt, versuchen das auch autark durchzuführen. Also samt Wasserfilter, Verpflegung und. Ja, mal sehen, wenn man hier schlapp macht. Ah, hallo Leute, das ist nun mal der Einstieg zu meinem Höllenritt, den ich in den nächsten Tagen vorhabe. Ja, ich befinde mich in etwa jetzt 200, 300 Meter über NN. Ich musste mal auf den GPS gucken, hab mir also was mal mitgenommen. Ja, eins mit Batterien, weil man die Akkus schneller aufladen kann, beziehungsweise überhaupt flexibler ist als dieses, als Navis mit fest eingebauten Akku. Trotzdem soll es so in etwa mit einer Akkuladung bis zu 17, 18 Stunden halten. Wie lange das funktioniert, weiß ich nicht. Ich nutze das nicht unbedingt hier, um den Weg zu finden, sondern um eine grobe Orientierung überhaupt zu sehen, wo ich bin, in welcher Höhe ich bin, ja, und wie viel Zeit man in etwa für pro Strecke in diesen Höhenmetern unterwegs ist. Ja. Ja, das ist so der sogenannte Pudelstein. Ja, dieses ist hier als Flächennaturdenkmal ausgeschildert. Gegenüber auch ein kleiner Fels. Wie man hier so sieht, ist hier von diesen Sandsteinen immer umgeben. Ja. Wenn man das hier so sieht, hat sich auch schon jemand verewigt. Also, ich schätze mal, wir haben hier jetzt so noch immerhin über 30 Grad Schatten. Ja, es schlaucht ganz schön, das hatte ich ja gesagt. Dafür ist dann entsprechende Essen bzw. Getränkeaufbereitung auch wichtig. Ja, so muss man sich das Sandsteingebirge vorstellen. Mit Steigen, ja, entsprechende Brötchen, so wie diese hier. Ja, dieses ist mal in etwa 30-fach Zoom, also 800 mm Kleinbildfilm. Ja, das bekommt man wirklich nur mit entsprechender Ausrüstung hin. Hier ein Blick in eine Schlucht, über die ich gerade wandere. Ja, also nichts für schwache Natur. Dann werdet ihr ja schon ein wenig schwindelfrei sein. Ja Leute, gegenüber
auf dem anderen Elbufer, das sogenannte Bastei-Restaurant, dann mit der angeschlossenen Bastei. Ja, immer dieser Touristenmagnet, kenne ich noch aus meiner Kinderzeit bzw. Jugendzeit, war ja mit meinen Eltern manchmal im Sommer oder im Herbst, der sich hier auch wunderschön zum Wandern eignet, der Herbst. Ja. Und filmt durch hier, wie gesagt, das sind die sogenannten Schrammsteine. Eine Etappe, die man auf dem sogenannten Malerweg absolvieren muss oder sollte. Ja. Und dort gegenüber könnte das ja einer dieser Tafelsteine sein. Ja. Genauer kann ich euch das erst erklären, wenn ich da nochmal auf die Karte geschaut habe, beziehungsweise wenn ich diesen Wegpunkt erreicht habe. Ja, das geht hier jetzt Richtung Weißig dann weiter, also nochmal höher. Und ja, so wie ich das mir vorgestellt habe oder auch geplant habe, recht einsam, hier stört niemand. Ja, und hier kann man auch wunderbar bivakieren. Ja, das nur auch immer so erwünscht ist, das ist mir quasi egal. Ja, wenn Bergsteiger das können, dann kann ich das als Trekking-Fan auch. Ja, also hier nochmal die letzten. Hier nochmal ein kleiner Rundumblick von einem Aussichtspunkt auf die Schrammsteine. Unten hört man den Zug im Elbetal. Und dieses ist ja begrenzt eben durch die gegenüberliegende Felswand. Ja. Also, das nenne ich Outdoor-Trekking pur. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, ist eines der wichtigsten Wahrzeichen der Region die sogenannte Festung Königstein. Ja, ein beliebtes Auszugsziel für die normalen Touristen. Aber liebe ja die Abgeschiedenheit, warum soll ich mich diesem ganzen Schauspiel mal anschließen? Ja, hier mal ein kleiner Rundumblick rund um Königstein. Ja. Das ist jetzt einer auf den höchsten Ecken der Schrammsteine. Wie man sieht, das ist schon gar nicht so ganz ohne. Also ungeübt, mal so schnell in der Natur hier rüber machen, ist nicht. Dazu gehört ein bisschen mehr als nur Bushcrafting. Dazu gehört vor allem Konditionstraining und auch Training, einen Rucksack über Kilometer durch die Pampas zu schleppen. Ja. Ein Glück, kommt ein wenig Wind auf. Ja. Und so in etwa muss man sich das hier vorstellen. Das sind die sogenannten Steigen, die man bewältigen muss. Zum Teil ohne Geländer, an den gefährlichsten Stellen mit Geländer. Ja. Aber wer die Abgeschiedenheit sucht, kommt um solche Plätze nicht rum. Hier haben wir die Perspektive, was man so hinter sich bringen muss. Es war gesichert mit Geländer der Rauenstein. Ja, die Schrammsteine kommen ja weiter hinter. Da hatte ich mich doch versprochen, weil ja, wir hatten mal über das falsche Thema geredet. Irgendwie, ich hatte ja ein paar Wanderer getroffen. Da kamen wir auf die Schrammsteine zu reden. Ich war der Meinung, ja, ich hatte da die, war da in der falschen Annahme. Das ist ja Rauenstein oder die Rauensteine. Das ist massiv, also in der Spitze 305 Meter Höhenunterschied ausmacht oder 305 Meter Höhe hat. Ja, und dann weiß ich, wie ich das erste Mal dann
einen Biwak aufbauen. Ja, am Elbestrand. Und ja, bis dahin habe ich vielleicht noch 3-4 Stunden Zeit. Ja, also die Schrammsteine kommen weiter hinter. Die sind dann so, das ist ja das Kernbofenland, Schrammsteine unter anderem. Und hier ist dann der Rauenstein. Das ist dann meine erste Tagesetappe. Ja, aber ich wiederhole nochmal, obwohl ich trainiert bin, solche Wege zu gehen. Ja, es ist nicht einfach, bei über 30 Grad sowas zu machen. Das ist das Fazit vom heutigen Tag. Oder das Zwischenfazit vielmehr. Ja, und ich kann nur jedem empfehlen, er möge seinen bepackten Rucksack mal versuchen, 10, 15 oder gar 20 Kilometer am Stück schleppen zu können. Ja, das ist dann nicht etwa die Kondition, die man hier braucht, wenn man im Bergland irgendwie erfolgreich sein möchte. Ja, zu meinen Schuhen. Das sind natürlich Trekking-Schuhe, High-End-mäßig. Da wollte ich nichts dem Zufall überlassen. Auch nur ein paar mit. Die sind Gore-Tex und nennen sich Lowa Camino. Ja, also schon mal das High-End, was man so in einem Lowa-Shop als Trekkingstiefel bekommt. Ja. Kostet normalerweise über 200 Euro. Und ich hatte die, weil ich da schon Kunde bin, und in etwa für 160 bekommen. Ja, also man sieht auch an Trekkingstiefeln, wie hoch die Marge sein kann. Ja, die Beratung im Laden ist ja ganz gut. Und wenn man auch den Händler des Vertrauens kennt, der vielleicht auch ein wenig den Rabatt ein oder ein wenig Preisnachlass gibt, dann ist das sicherlich auch okay. Ansonsten muss man sich auch sehr gut bei Wanderstiefeln oder Wanderschuhen allgemein auskennen. Sonst bestellt man sich die Teile zu klein. Für vernünftige Trekking-Socken. Nämlich ein Grundsatz ist immer, im Allgemeinen sind Trekkingstiefel plus Trekkingsocke eine Größe, eine Nummer größer als normale Straßenschuhe. Ja, und so eine Halbschuhe hier sind meiner Meinung nach aus Sicherheitsgründen für eine langtägige oder mehrtägige Trekkingtour, ja, kann man sagen, halber Selbstmord. In Anführungsstrichen natürlich. Ja, warum empfehle ich ordentliches Schuhwerk, keine Aldi-Wegwerfschuhe oder ähnliches, die man so gerne hinterhergeworfen kriegt. Schaut euch das an. Dafür ist Kondition erforderlich. Und auch die Steine, das ist wie Schleifpapier. Ja. Ich befinde mich gerade auf dem Abstieg nach Weißig runter und hier herrscht ein, durch den Kamineffekt und durch die Thermik und durch die Kühle der Steine, ein wohlverdientes Klima. Nicht mehr so heiß wie auf dem Felsen selber. So. Es geht nur von 304 Meter runter bis zur Elbe. Ja. Und das soll dann, wir werden mal sehen, wie lange das dauert. Soll dann von den Rauenstein nach Weißig erstmal meine erste Etappe sein. Ja, eventuelle Korrigierungen meiner Angaben werde ich dann auch in das Video einbauen. So viel dazu. Ich habe das ja GPS
geplant und da lassen sich ja alle Wegpunkte nochmal nachvollziehen.